Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Traders Podcast ist wieder da. Heute ist Mittwoch, 14.05.2014. Wir schauen uns heute die Aktienmärkte nochmal an. Das sind im Moment, wie ich finde, recht spannende Märkte. Erstmal kurzer Blick auf die USA, auf die US-Märkte. Da sieht man, der S&P hier gestern mit einem neuen, wenn auch nicht überragenden und auch nicht sehr überzeugenden neuen Allzeithoch bei fast 1900 Punkten, die runde Marke 1900. Sie wissen, das hat immer so eine gewisse Magnetwirkung. Das geht mal drüber, es geht mal drunter. In der Regel oszillieren die Kurse erstmal um runde Marken. Also wenn man jetzt auch hier zum Beispiel eine Linie um die bei den 1800 ziehen würde, macht das einfach mal, dann sehen Sie den Markt erstmal hier angeditscht runter, drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, dann hier wieder drunter. Also die haben schon so ein bisschen zu kämpfen mit den Marken. Auch bei den 1700, dann zeichne ich gerne mal das Bild ein. Hier ist die 1700er Marke nicht erstmal geditscht drunter, drüber, drunter und dann wieder hoch, runter, nicht? Und das wäre jetzt bei den 1600er, wäre das genauso, wenn man das jetzt anschauen würde. Also das sind einfach runde Marken. Insofern erwarten Sie jetzt vom S&P 500 nicht so wahnsinnig viel vom Markt. Und also insofern könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der S&P jetzt erstmal nicht dieses Verhalten, was Sie hier bei den 1800, bei den 1700 sehen, einfach wiederholt und einfach oszilliert um diese runde Marke. Russell 2000, der ist, Sie wissen, das ist mir wichtig für die Marktbreite. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt. Der hat zwar die 200-Tage-Linie wieder zurückerobert, aber Sie sehen es selber, nicht? Das ist nicht eine überzeugende Rückeroberung. Das ist so ein Gewurste halt, nicht? Das ist für mein Dafürhalten nicht wirklich richtig positiv zu werden. Es ist sicherlich ein positives Argument, aber es ist jetzt kein Striking Argument, wie man so schön sagt, wo es einem die Schuhe auszieht, sondern eher, wo man sagt, naja, Nasdaq, auch der hier unten konnte sich wieder von der 200-Tage-Linie weg entfernen, hat auch hier ein neues, zumindest mal Intraday-Verlaufshoch gemacht. Also auch hier relativ, wenn man das einordnen müsste, grüne Ampel. Bis jetzt für kurzfristig eine dunkelgrüne Ampel. Hier hätten wir, oder besser müsste man sagen, hellgrüne Ampel mit der Tendenz zum Orange. Hier hätten wir Orange und auch hier hätte man hellorange mit der Tendenz oder dunkelorange mit der Tendenz zum Grün. Blick auf die US-Märkte. Schauen wir uns den DAX in diesem Zusammenhang natürlich noch an. Ich weiß, den DAX wollen Sie, oder die meisten von Ihnen interessieren natürlich, was der DAX macht. Der hat gestern ein neues Verlaufshoch markiert. Und nicht ganz unüberraschend, allerdings auch mit einem, wie man sagt, mit so einer kleinen Aufwärtslücke, wie man hier sieht. Der Markt hat also über dem Vortagshoch eröffnet und hat dann eigentlich im Laufe des Tages die ganze Zeit drüber gehandelt. Auch hier, wenn Sie sich den Indikator hier mal anschauen, der kippt nach unten weg. Der ist zwar positiv, das steht für einen Aufwärtstrend, aber der kippt nach unten weg. Und jetzt schlagen wir den Bogen. Der S&P ist an der 1900-Punkte-Marke, denn der Russell ist nicht überzeugend. Der Nasdaq ist okay. Ja, also was soll den DAX jetzt noch so richtig pushen? Ich rede jetzt von der kurzfristigen Optik, also von zum Beispiel für heute oder für morgen oder dann auch für Freitag, wo der Verfallstag, der kleine Verfallstag ist. Das ist eine schwierige Antwort und insofern glaube ich nach wie vor, dass wir kurzfristigen Rücksetzer bräuchten am Markt, damit der Markt einfach wieder aus dieser übergekauften Lage rauskommt. Und denken Sie bitte auch dran, wir haben hier im Bereich 9700, auch wenn das jetzt so easy ausschaut, oder hier 9750, 60, schon auch Horizontalwiderstände, die dem DAX erstmal ein kleines bisschen zu schaffen machen sollten, immer in Anbetracht dieser leichten oder dann doch eher deutlichen übergekauften Lage. Also kurzfristig etwas vorsichtig sein mit Long-Positionen. Für mich ist nach wie vor die Devise Buy the Dip, also kaufe bei einem Rückschlag. Das war's für heute zum Trader-Podcast. Vielleicht jetzt schon eine Information. Am Freitag werde ich nicht dazu kommen, Traders-Podcast aufzunehmen. Ich bin am Reisen und ansonsten sehen wir uns ja dann morgen nochmal. Da sollte ich nochmal die Zeit finden, um Ihnen die aktuellen Markteinschätzungen zu geben. Das war's für heute. Erstmal Happy Trading und bis die Tage, Ihr Heiko Seipel. Tschüss.